Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Nicht wundern, ich hab noch einen Motivationsbusser gekriegt, wenn man das so sagen darf. Sogar zwei habe ich gekriegt. So, Energie. Energievorrat. Wo waren wir stehen geblieben? Hier. Ist ja nur noch jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, wir können auch gar nichts mehr herstellen. Wir müssen Kisten finden. Kisten, 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 weil die ist nämlich komplett leer. Und was, ja, ist ein bisschen semi. Ich hoffe natürlich, ich weiß nicht, wie es da oben aussieht. Wollen wir da mal gucken gehen, ob wir da noch vielleicht irgendwie was weggeschmolzen ist oder so? Oh. Oh, guck mal. Hier gibt es Wasser. Oh. Das gibt hier Wasser. Oh, das sieht aber cool jetzt aus hier. Oh, endlich Wasser. Heftig, cool. Jetzt gar nicht mehr so im Kopf gehabt, dass das vielleicht jetzt schon sein könnte. Überraschenderweise geile Sache. Muss man ja mal so sagen, ne? So, aber bevor jetzt. Oh, es könnte aber hier ein riesen, riesen See werden. Also richtig Riesensee. Kopfwehr geht nicht so weit. Ich glaube nicht. Oder? Wird schon nicht. Mut zur Wahrheit. So. Hier ist die Höhle. Ist hier nämlich was weggeschmolzen? Nee, gar nicht. Weil hier ist nämlich auch noch bis 5 UK. Okay. Also hier von unseren Standardhöhen haben wir nichts so. Dann würde ich sagen, dann machen wir mal zum Halo. Vielleicht gibt es ja auch noch was Schönes. Also klar, ich glaube, das eine Raumschiff hatten wir noch nicht fertig. Da können wir noch gucken. Aber dann gehe ich erstmal zum Halo und mal gucken, was da so Geiles ist. Ja, vielleicht finden wir ja noch ein paar tolle, tolle Uran. Und also Kisten, wo Uran drin ist. Irgendwie ganz, ganz cool. Und ich habe ziemlich ganz, ganz Pech gefühlt. So, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Biomasse, ne? Ich ja mal gucken. Erst 2 Kilo. Wir können ja noch die, bevor wir jetzt weitermachen, hier die hier noch machen. Da brauchen wir ja immer nur Wasser, Aluminium und Magnesium. Ach so, ach ja, und die Samen. Die haben wir ja nicht so viel. Und hier in diesen Nahrungszüchter können wir ja nichts anderes reinmachen, ne? Ist ja noch nicht mal fertig. Sie sind ja nicht fertig. Ist auch nicht fertig. Warum nicht? Ne, dann machen wir nicht. Nö, 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 nö. Wir machen dann einfach weiter. Dann esse ich nur was. Und trinke was. Dann machen wir mal zum Halo. Das ist nämlich da hinten. Und dann bin ich mal gespannt, ob da vielleicht noch irgendwie. Guck mal, hier ist auch Wasser drin. Hat sie auch Wasser gesammelt. So ein bisschen. Das wird hier auch ein kleiner Flusssee. Aber das habe ich ja vielleicht angenommen, ne? Ich glaube, ja, bin ich mir recht sicher, dass ich das so angenommen hatte. Dass das so sein wird. Ja, bräuchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr goldene Kissen. Ich glaube, 13.000 Stück gibt es davon. Ich glaube, 13 waren es. Und das wäre irgendwie ja so eine gute Sache. Wenn ich die auch irgendwie finden könnte. Ey, jetzt geht es ja hier erstmal rein in die Schlucht. Und dann hier rechts wieder raus aus der Schlucht, ne? Ah, ich weiß auch gar nicht, was das sein soll da. Halo des Grauens. Ah, da können sie ja hier beim Spiel noch ordentlich hier an Karte dazu packen, ne? Weil die Map ist ja so eigentlich groß genug, oder nicht?
So, jetzt sind wir hier schon mal drin. Hello? Hä? Ist das ganz geilste? Jo. Wenigstens einmal Uran. Hurra, hurra. Der Uran, der ist wieder da. Hurra, hurra. Oh, zweimal Uran für mich. Hurra, hurra. Der Uran, der ist wieder da. Hurra, hurra. Der Uran, der ist da. Hier ist kein Uran für mich. Nobody's Uranchen für mich, Jos. Ja, Sauerstoff werden wir eh noch eben verballern. Den packe ich schon mal rüber. Nur falls ich jetzt hier... Hier, den nehmen wir. Dafür machen wir dich wieder raus. Da gibt es eine Kiste zu lesen. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ach so, ja. Was sollen wir denn hier eigentlich reinmachen? War letztes Mal auch schon meine Frage. Also Uran bestimmt nicht. Ja, ich brauche die Neoma-Pflanzen. Was ist das hier? Heute war die Einweihung. Taktet. Ja, okay. Heute war die Einweihung des Space Warp Gates. Das dauerte 2 Jahre, ihn zu bauen. Und schließlich. Ich lese gleich weiter. Und schließlich hatten wir den. Was? Initial Prime Sektor problemlos erreichen können. Aber kurz nachdem wir die Hauptstromreaktoren eingeschaltet hatten, ging alles schief. Der Strom fiel sofort aus. Alle Reaktoren und Stabilisatoren brachen und innerhalb weniger Minuten wurde das Raumschiff unerklärlicherweise vom nächsten Planeten angezogen. Wir haben alles versucht, um es zu beheben, aber es scheint nichts zu tun. Die gesamte Besatzung ist durch Rettungskapseln entkommen. Ich habe ein Notsignal gesendet. Ich gehe jetzt auch zu meinem Pod. Was für eine Verschwendung. All diese Monate Arbeit gehen verloren. Ich kann nicht verstehen, was passiert ist. Das hätte nicht passieren dürfen. Okay. Also hier ist irgendwie das so ein bisschen schiefgelaufen, wa? Aber jetzt fällt bestimmt hier was runter, oder? Ja. Jetzt sind wir nämlich ein bisschen zu voll. Ist hier noch irgendwo durch, oder? Nee, hier ist auch alles voll. Was ist hier für eine Höhle? Oha. Eine Uranisierungshöhle? Nö. Auch keine Lürmer. Ach. Ist aber auch tragisch, muss ich mal sagen, ne? So, das können wir ja schon mal ein bisschen trinken. Das ist hier irgendwo Rinne gebrochen anscheinend. Okay. Ja, das nehmen wir noch. Naja, den jetzt weniger. Wasser und Nahrung. Ja, ich habe mir eigentlich gewünscht, dass hier noch wesentlich mehr drin ist. Weil hier, das hat anscheinend ordentlich gescheppert. Ja, wer weiß warum. Könnte mir vorstellen, warum, aber... Ob das denn so wahrhaftig denn so ist, wie sie jetzt so unisch. Wo könnte dann auch sein, dass die Folge vielleicht ein bisschen kürzer ist, weil eigentlich bin ich in, sag ich mal, 2 Minuten Verabrede, also Kumpel kommt. Aber ich sitze hier noch fest, weil ich dachte so, ja, der ist bestimmt nicht pünktlich. Wollen wir mal gucken, ob der pünktlich ist. Oder ob der heute später kommt, ne? Deswegen wird die jetzt nicht Überlänge haben, die Folge, wenn ich mal ganz wahrhaftig sagen. Aber schauen wir einfach mal, ne, wie das denn so ist. Ich glaube, diesmal schaffe ich es aber nicht. Ah, ich gehe jetzt auch keine Risiko ein. Also das muss jetzt nicht so sein, ne.
Kann das so sein, dass es gar kein Eis mehr gibt, was ich schmelzen könnte? Deswegen braucht man ja auch die Wassersammler, ne? Weil die Welt hat sich hier komplett verändert. Und wir haben gar nichts an Wasser. Und heftigen Vollmond auf jeden Fall. Aber hier haben wir da auch Aluminium, ne? Muss da jetzt ordentlich was drin sein schon hier. Mittlerweile. Ah, guck mal, hier ist alles drin. Ich dachte, der macht hier nur Aluminium. Dann macht er wohl doch alles. Aber hier hat sich noch kein Wasser drin gesammelt. Da dachte ich eigentlich auch. Da, von da stürmt das dann so raus. Und alle sind glücklich und singen Kumbaya. Aber doch nicht so. So, ich will mal gucken, was wir jetzt hier so Schönes kriegen. Jetpack 3. Oh. Da müssen wir aber... Da bin ich mal gespannt. Jetpack 3. Nee, ist ja das hier. Schwarzpulver, Schwarzpulver. Wie kann ich denn Schwarzpulver machen, verdammte Axt? So, das letzte Eis auf diesem Planeten, glaube ich. Ich glaube, das werde ich mal nicht verschleudern, glaube ich. Wäre auf jeden Fall besser. So ein bisschen... 6 Uran. Ja, besser als 0. Ah, viel zu viel Eisen. Also Eis, da müssen wir auch noch wieder rein. Aber ich würde lieber denn... immer später hier noch. Denn in die andere gehen, ne? Nehmen wir mal hier noch... Kobalt gleich mit. Achso, ne, Nahrung ist hier falsch. Hier haben wir Pflanzen. Ne, ich dachte mal. Achso, hier müssen wir hin. Aber hier können wir ja... Ja, okay. So hat es natürlich auch Sinn gemacht. Ich glaube, dann gehe ich kurz mal nach oben. Wasser ist ja denn nicht so das Problem, denke ich mal. Hätte ich auch so drücken können. Ja, aber dann lagern wir das ein, weil wir sind ja eigentlich schnell wieder da. Bei Nahrung drin klatschen. Und ihr müsstet eigentlich hoch denn fertig sein, ne? Ihr Kleinen hier. Jo. Noch behalte ich euch so. Ich weiß ja nicht, was ich am Ende denn so richtig Wichtiges brauche. Könnt ihr mal ein Biodom, obwohl von der Masse, wir haben ja kaum was dazu gekriegt. Und wir bräuchten ja, was habe ich gesagt hier für den? Auf jeden Fall diese Lörmersamen. Und einmal haben wir ja nur. Richtig? Hier. Einmal hätten wir. Magnesium. Aluminium war, ne? Oh Gott. Aluminium, Magnesium. Zweimal Wasser. Ja, dann bauen wir den hier, klatschen wir den hier nur hin, würde ich sagen. Dann würde ich nochmal drüben gucken in der Box. Können auch das da mitnehmen. Obwohl ich ja Eisen und sowas, ne, das ist ja ein bisschen Blödsinn. Eisen brauchen wir ja nicht. Ach du meine Güte. Ja, nehmen wir trotzdem mit. Was brauchen wir für den? Merkt mir das aber auch nicht. Haben wir alles bei. Das ist ja ziemlich gut. Können wir wenigstens die Energie wieder ein bisschen stabilisieren. Können wir das nochmal bauen? Nee, da fehlt ein Magnesium. Traurig, aber wahr. Aber zumindest haben wir mal ein bisschen wieder Titan. Ist ja auch was wert, ne? Könnt ruhig ja sagen. Stört mich nicht. So, wir gehen jetzt in die andere. Weil bei 25 Kilo geht es ja dann richtig ab. Aber haben wir noch nicht. So. Und da können wir ja nicht. Da können wir ja. Aber da war auch kein Schwarzpulver, oder? Ich hätte nicht, dass ich mich jetzt hier so vertue. Doch! Oh, Schwefel, Schwefel, Iridium. Ach, da kann ich ja Schwarzpulver herstellen.
Also falls mir jetzt welche schon geschrieben haben, tut's mir leid. Alba, ja. Wenn man die so am Stück aufnimmt, die Folgen, dann wird es schwierig. So, wo wollte ich hin? Wo habe ich... Achso, ja, wir wollten das Raumschiff da noch fertig machen. Und das da oben hatten wir. Und das hier bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das kleine Raumschiff hier auch fertig haben. Ja, hier werde ich ja nicht vorbei ran sein oder sowas, ne? Geh hier nochmal. Weiß man nicht, warum du im Weg bist hier. Achso, aha. Ach, da war ich hier noch nie so richtig drin, ne? Ist aber peinlich. Boah, naja, die Heizung können wir ja auseinanderkloppen, ne? Lass mich rein. Ach, guck mal, was hier drin ist. Boah. Ja, feini. Mal sortieren. Jo, feini. Mahlzeit. Da ist er. Ich guck mal. Ja, 5 Minuten später als gesagt. Aber das stört ja nicht. Muss ich ja mal so festhalten, ne? Dokumentieren war das, dass die Pünktlichkeit nicht so groß war, ne? Dann kann ich ja, wenn er 5 Minuten später kommt, kann ich ja 5 Minuten länger machen. Dann gleicht sich das ja wieder aus. So, ich habe sie gar nicht klingeln gehört. Aber ich weiß auch gar nicht, ob er geklingelt hat. Oder am Klopfen war. Keine Ahnung. So, wir machen hier jetzt noch, ja, erstmal zurück. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt bauen können. Dann könnten wir eigentlich den Schwarzpulver schon herstellen. Müsste ich gleich nochmal gucken, was wir da brauchen. Habe ich nämlich jetzt mir nicht, ja, nicht so angeguckt. Und, ah. Oh ne, bevor ich hier klicke jetzt aus Versehen, nicht, dass ich jetzt gar nichts mehr habe. Aber ich habe da auch... Ach ne, die habe ich alle weggemacht. Gut. Ne, stoppe erst hier. Nur noch mal ein bisschen Lucky-Lucky machen. 2x Schwefel, 1x Iridium. Deswegen hat man auch so viel Schwefel, ne? Jungs, Mädels. Achso, erstmal ein Chip. Wollte schon sagen, da war ja was. Erstmal den Chip hier verdingsen. Was können wir jetzt? Was? Vorher ist keine Blau. Hä? Warum nicht? Warum? Was habe ich denn getan? Warum machst du das nicht? Den Algengenerator können wir denn gleich herstellen. Das wird noch richtig lange dauern. Das ist Seewasser. Ja, das dauert auch noch lange. Oh, der Luftdruck können wir auch. Saatgutstreuer. Boah. Den können wir auch den Ball ballern. Oh, das ist aber schlecht, dass wir den noch nicht können. Da bin ich ein bisschen traurig jetzt, ne? Ihr packt das mal hier mit rein. Ich hoffe, ich erinnere mich daran, wo das denn letztendlich rumliegt. Oh, Blömersamen. Ah, dann können wir das aber denn... Warte mal, dann bauen wir das nämlich gleich. Weil, bevor ich das denn nämlich wieder vergesse, da brauchen wir nur mal 2x Wasser und Magnesium. Zweimal Wasser und Magnesium. Weil wird das hier meine Grünzucht, ne? Ist eben halt so. Es sieht ja hier schon richtig, ja, richtig gut aus. Ich weiß aber auch nicht, wie es ist. Ihr kennt euch bestimmt aus. Wenn ich das hier so übereinander klatsche, ist das denn hier so fehl oder nicht? Ach du, jetzt schon wieder. Oh, schon wieder keine Energie. Gucken wir da mal kurz. Vielleicht haben wir Glück. Das sammeln wir schon mal. Was fehlt denn jetzt an für Energie? Magnesium, 2x Kobalt. Magnesium, 2x Kobalt. 1x Kobalt. 2x Kobalzen. Und Magnesium. Jetzt müssten wir es können. Achso, nee, Energie müssen wir. Okay, können wir. Dann nehme ich das schon mal hier so in der Hand, dann sieht man es besser. Ah, hier sind ja auch noch ganz viele, ne? Boah. Das ist aber schlecht, ne? Also, ja. Es wird immer so sein, weil wir einfach mal das übelste Problem haben, dass wir das übelste Problem haben.
weil wir einfach kein Uran finden. Traurigerweise, muss man sagen. So, ich hau noch das Iridium drin. So, let's. Obwohl wir jetzt ja zweimal haben. Aber das wird noch nicht reichen. Nein, acht. Ach, ist das mies, ne? Jetzt fehlt uns ein Uran, ne? Ach, nee. Miese Brise, ne? Also toll ist das ja nicht. So, den noch rein. Und hier das Fressen rein. Dann sind wir eigentlich up to date. Ne, da können wir ja nichts herstellen, ne? Schwarzpulver wollte ich noch herstellen. Siehst du, das machen wir noch. Und dann ist Schichtung. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 4, 5, 6. 6 mal Schwarzpulver wird ja eigentlich. Jetzt können wir auch den Eigengenerator. Och, naja, dann haben wir ja was. 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir ja was für die nächste Folge zu tun. Denn er wird alginisiert. Und ich hoffe, es wird dann richtig sexy. So. Und ich wette, für den brauchen wir auch Dünger oder so. Gut. Ganz schön was hergestellt. Geile Sache. Super. Dann sehen wir uns nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.